Hey Leute und willkommen zum Die Sims 4 Let's Build. Ich bin Selina und wir sind wieder in der Modern Villa. Das letzte Mal haben wir hier den hinteren Bereich ein bisschen angefangen. Sind leider nicht so weit gekommen, aber damit machen wir jetzt weiter. Und ich freue mich auch schon total. Ich weiß schon ganz genau, wie das alles hier aussehen wird. Und zwar wird hier hinten erstmal eine schöne Sitzecke, eine schöne romantische Sitzecke vor allem. So, weil unser Bachelor muss natürlich auch genügend Zweisamkeit mit den Mädchen finden. Das wird hier nämlich eine Bachelor-Villa, wer das noch nicht mitbekommen hat. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier auch mal etwas abgelegener sind, wo er natürlich dann mit den anderen alles schön genießen kann. Und ich suche jetzt mal noch das Lagerfeuer. Ist nämlich auch eine ganz schöne Alternative, dann zu zweit am Feuer zu sitzen. Das wird schon sehr romantisch, aber das ist gerade viel zu groß. So ein großes suche ich eigentlich nicht. Ja, das hier, das reicht schon vollkommen. Mehr braucht man da ja auch nicht. So. Ich habe zuerst überlegt, hier einen Whirlpool hinzumachen, wo die dann ihr Techtelmechtel machen können. Hab mich dann aber doch dagegen entschieden. Und jetzt wird es hier eben so eine kleine Ecke. Dann haben wir hier schon einen kleinen Essensbereich. Das ist natürlich alles riesengroß und man hat viel Platz. Aber den Platz brauchen die auch, weil hier leben nämlich nicht nur unsere Frauen für die Villas, sondern hier leben auch gleichzeitig, also hier lebt auch gleichzeitig noch der Bachelor. Ich habe nämlich auch oben schon die Zimmerverteilung gemacht. Die kann ich euch auch gleich mal zeigen. Hier kommt aber jetzt erstmal noch eine Tanzfläche hin, weil wir ja in der Villa, in der Model-Villa wollte ich gerade schon sagen, auch Partys feiern werden. Natürlich, die werden auch abends mal ein bisschen feiern. Und deswegen brauchen wir ja auch einen DJ. Zum Pool brauchen wir noch eine Leiter und alles drum und dran. Und wirklich viel würde ich dann zum Pool nicht mehr machen. Ja, hier eine einfache Leiter. Aber was ich gerade gesehen habe, sind hier diese Farbleuchten, diese Fußleuchten. Und da habe ich so eine gute Idee. Also erstens werden wir die einmal hier vorne hin machen. Einfach damit es ein bisschen schöner aussieht als Lichter. So, ich zeige euch das einmal. Und Leute, das sieht jetzt wirklich viel, viel schöner aus. Ich schau mal, vielleicht kann man die ja noch hier drunter machen. Move Objects natürlich wieder. bb.move Objects. Vielleicht bringt es auch ein bisschen was, wenn man die da drunter macht. Naja, einen Riesenunterschied habe ich jetzt nicht wirklich gesehen. So, aber innen habe ich schon eine total gute Idee. Und zwar wird hier ein Brunnen hinkommen. Oh, das funktioniert gar nicht innen. Dann kommt da eben ein Pool hin, wo aber unsere Sims nicht schwimmen können, sondern das ist einfach nur als Deko gedacht. Und zwar, das zeige ich nämlich gleich, wenn man nämlich da jetzt einen Zaun hinmacht, aber nicht einfach irgendeinen Zaun, sondern diesen hier von Abern die Arbeit. Der ist nämlich nur für den Boden. Das heißt, ich platziere den jetzt und dann seht ihr das gleich. Und ihr seht überhaupt keinen Unterschied. Das Einzige, was das ist, dieser schwarze Strich, weil es nun mal ein schwarzer Zaun ist. Können wir aber auch weiß machen, wenn ihr das wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Aber den seht ihr einfach so nicht. Das heißt, es ist zwar ein Pool, wo die Sims aber nicht rein können und somit dient das hier eher als ja, als Brunnen. Als Innenbrunnen. Weil hier kommt nämlich das Wohnzimmer hin. Ich habe da so gute Ideen. Ich habe überlegt es ja immer schon ein bisschen, wenn ich ein bisschen Zeit habe zu Hause. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Hier kommen natürlich jetzt innen auch nochmal diese Fußbodenlichter hin. Oh, da war gerade eins zu lang. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Machen wir direkt wieder weg. Ach, Mist, nein. So.
bin auf jeden Fall schon gespannt, was ihr am Ende sagen werdet. Es wird wirklich schön aussehen, vertraut mir einfach. Es sind einfach solche kleinen Dinge, die man machen kann, um die lockeren, harten Bauideen ein bisschen, ja, entspannter zu gestalten und aufzulockern. Deswegen versucht einfach mal alles Mögliche mit den Objekten, die ihr habt, und versucht euch einfach mal ein bisschen aus. Man kann aus den Objekten, die muss man nicht unbedingt für die Dinge benutzen, für die sie vorgesehen sind. Man kann so viel damit machen. Ja, und jetzt haben wir unser Innenpool, beziehungsweise unser kleiner Brunnen. Aber der ist noch nicht fertig, weil hier kommen nämlich noch Wasserspender hin. Und ich glaube, dann wird es wirklich cool werden. Wir machen hier mittelgroße. Ja, die sind eigentlich ganz gut. Ich mache mal das Gitter an. So, machen wir hier. Dann lassen wir zwei frei. Weil die Bachelor-Villa, die soll ja auch sehr modern werden. Das ist ja klar. Und was ist natürlich moderner als solche, ja, als solche Ideen, die man sonst in einer anderen Wohnung, in einer normalen kleinen Familienhauswohnung nicht anwenden würde. Man würde niemals, wenn ihr ein Haus baut, würdet ihr niemals so einen Innenbrunnen machen. Warum auch? Oder ihr würdet niemals so ein riesiges Haus bauen und das, den Platz, den ihr ja gar nicht braucht. Das ist ja alles irgendwo unnötig. Versteht ihr, was ich meine? Und genau deswegen ist auch diese Bachelor-Villa hier. Danach werden auch übrigens ein paar Let's Plays folgen. Also seid auf jeden Fall schon gespannt. Ich freue mich nämlich schon total darauf. Wir brauchen aber jetzt erstmal Türen. Und dann nehmen wir diese normalen Holztüren. Weil ich finde, bei kleinen Türen, da gibt es nicht wirklich viel Auswahl. Das finde ich so schade. Aber da kann man nicht wirklich aussuchen, was man jetzt gerne hätte. Aber ich glaube, hier kommt außen die Tür nochmal weg. Weil das hier wird ja nämlich ein Badezimmer, dieser Raum hier. Und hier neben und da rechts kommt nämlich die beiden Zimmer rein, wo unsere Mädchen schlafen werden. Und ich glaube, das ist dann ganz cool, wenn die sich ein Badezimmer teilen. Hier hinten, in diesem Raum hier, wird der Bachelor schlafen. Und das ist sein eigenes Badezimmer nebendran. Muss ich auch noch ein bisschen Licht reinmachen. So. Das nimmt doch schon mal Gestalt an. Sieht wirklich sehr schön aus. Ich kümmere mich jetzt noch ein bisschen um die Beleuchtung außen, beziehungsweise wir müssen noch innen die Fliesen verlegen, genau. Das suche ich jetzt erstmal, wie ihr mich auch schon kennt. Am Anfang immer weiße Fliesen aus. Das ist eigentlich schon das Standard. Das mache ich normal immer schon in der ersten Folge. Spätestens in der zweiten. Heute bin ich wohl ein bisschen spät dran. So. Dann noch einmal oben die Fliesen verlegen. Übrigens, wenn ihr da auch in diese Sicht reinkommen wollt, wie ich hier jetzt gerade, dass man von oben hinab sieht, dann drückt ihr einfach T für Top. Und genauso könnt ihr es nämlich auch rückgängig machen. Wäre vielleicht ein ganz guter Tipp für euch. So, die Wände werden natürlich auch weiß. Wer hätte es gedacht? Das ist ja eigentlich immer so, wenn ich was baue. Und zwar nehme ich da immer purer Ausdruck. Und dann kommt es auch einmal noch hier nach außen. Also oben hin. So, jetzt kann ich so nämlich viel besser bauen, weil ich mir das alles einfach auch besser vorstellen kann. Sehr gut. So, vom Wohnzimmer her. Darum kümmern wir uns alles erst in der nächsten Folge. Darum will ich jetzt, also das will ich jetzt noch nicht anfangen. Aber was wir hier noch machen werden, ist außen das alles noch ein bisschen aufzuschmücken, aufzulockern, damit es einfach, ja, schön aussieht. Und ich dachte mir, wir sprühen jetzt einfach mal den Boden ein bisschen an. Und zwar hier in diesem... Oh, Moment, das war viel zu viel. Wir stellen das Ganze ein bisschen weicher ein.
Das müsst ihr euch auch immer merken, wenn ihr ein Grundstück baut, dann macht es alles viel natürlicher, wenn ihr, also wenn der Rasen nicht immer nur in einer Farbe ist. Ihr könnt ja gerne das mal bei euch daheim anschauen, das ist eigentlich in den seltenen Fällen komplett in einer Farbe. Wenn es dann nämlich noch so ein bisschen aussieht, wie als wäre da gerade Erde drunter und es, dann sieht es einfach nach Neubau aus. Und als hättet ihr es gerade erst frisch gebaut, das Haus. Es ist noch alles neu und einfach schön. Und das ist ja eigentlich das, was man gerne von einem Haus haben möchte. So, wenn es jetzt zu viel ist, könnt ihr natürlich nochmal mit dem Grün etwas drüber gehen. Das mache ich auch immer ganz gerne. Dann sind dann einfach beide Farben miteinander vermischt nochmal. Und das macht es dann nochmal ein bisschen unregelmäßiger und natürlich auch natürlicher. So. Vielleicht da hinten nochmal ein bisschen. Sehr gut. Ja, jetzt gefällt mir das schon besser. Ich kümmere mich jetzt mal noch um die Außenbeleuchtung. Dass wir da noch was Schönes finden werden. Ich möchte natürlich nicht zu auffällige Außenbeleuchtung. Ich weiß, es gibt solche wunderschönen Lampen. Ich glaube, ich gehe dann mal generell in die Beleuchtung rein. Die strahlen einmal so nach oben und nach unten. Ich glaube, es sind sogar diese hier. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, genau, das sind die. Die will ich nämlich hier einmal rechts und links dran machen. Und die werden auch an die Haustür kommen. Ich finde die so, so schön. Die passen einfach perfekt hier in diesen modernen Stil rein. So, aber was natürlich auch noch reinkommt, ist hier überall zum Beleuchten generell. Oh, diese modernen Straßenlampen, genau, die nehme ich noch für vorne. Aber auch nicht wirklich viel. Einfach nur, damit das alles ein bisschen natürlicher nochmal rüberkommt, zusammenhöriger, dass vorne nochmal schön beleuchtet wird. Das finde ich immer ganz wichtig. Und für hier hinten erstmal diese Kerzen. Die spenden auch so ein wunderschönes Licht. Ja, dann machen wir da hinten noch zwei hin. Das ist dann auch nochmal ein bisschen romantischer, wenn die mal zusammen kuscheln wollen. Poolbeleuchtung, weiß ich gar nicht, ob wir da wirklich was brauchen. Hier eher auch weniger. Vielleicht machen wir hier nochmal Kerzen in die Ecken rein. Damit es hier halt auch nochmal ein bisschen gemütlicher rüberkommt. Ja, genau. Hier vielleicht noch eine zum Grillen, dass man da genug Licht hat. Und mehr werde ich da auch gar nicht machen, weil tagsüber sieht es sowieso so schön aus. Das reicht eigentlich vollkommen aus. Was ich jetzt aber noch gerne machen würde, wäre nochmal Poolbeleuchtung, beziehungsweise die Poolbeleuchtung nehmen, aber für andere Dinge. Und zwar werde ich hier das alles einmal beleuchten. Das haben wir auch vorne an der Tür gemacht. An der Haustür. Ich zeige euch gleich den Effekt. Ja, jetzt sieht es auch viel schöner aus. So. Gut. Dann wären wir sogar mit dem Außenbereich soweit fertig. Mehr mache ich hier jetzt gar nicht. Ja, das nächste Mal wird wahrscheinlich, beziehungsweise es wird der Innenbereich gestaltet. Welches Zimmer genau, weiß ich noch nicht genau. Das überlegen wir uns dann. Wenn ihr aber jetzt einen bestimmten Wunsch habt, was ich als nächstes bauen soll, beziehungsweise hier einrichten soll, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare. Wenn ihr zum Beispiel dieses wunderschöne moderne Wohnzimmer mit diesen Sprenklern als erstes haben wollt, dann schreibt es direkt rein. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder.